Herzlich willkommen zurück, Leute, zu The Walking Dead. Wir sind hier im Führerhaus eines Zugs. Und wir schauen uns hier mal um. Ja, das ist nicht so geil. Okay, ein Foto. Der Zugführer mit seiner Familie. Kartenfach. Scheiße. Können wir es mitnehmen? Nichts über den Zug, okay. Notizblock habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt, was wir damit machen können. Reden wir mit Kenny. We got a problem. What? We still got the rest of the train attached to us back there. Shit. I tried to yank the pin out, but it won't budge. Well, we ain't going anywhere until it does. Gut, wir haben hier ein Werkzeug dabei. Damit könnten wir es eigentlich schaffen. Gut, einmal raus. Und wir versuchen mal den Stift rauszuziehen. Ja, einmal runter. Wir gehen mal dahinter und schauen uns nochmal den Stift an, den wir da rausziehen müssen. Gut, einmal rüber. Einmal runter. Einmal das Ganze hier angucken. Kupplungsstift. Definitely pry this thing free, if I can break it loose first. Hä? Mit was kann ich das denn lockern? Hab ich doch gerade. Oder nicht? It's stuck. We need a bunch of force to break away all this rust and whatnot before I can pry anything free. Verdammt. Vielleicht haben die anderen eine Idee. Gut, hier liegt nichts mehr. Nein. Da. Nein. Okidok. Wir gehen jetzt mal zu Clementine und fragen sie mal, ob sie das hinkriegt. Hier. There's a notepad on the train. Do you have any pencils or anything in your pack? No, I wish. Maybe in the RV. What do you need it for? There used to be something written on the notepad that I need to know about. Well, if you're not using it, I'd take it. I'm out of paper, and there's all sorts of new leaves around here. Okay. Gut, nehmen wir das mal mit. We found a notebook that we think might have had some starter directions on it, but the page is missing. Well, I'm sure you guys will figure it out. Oder willst du uns nicht helfen, oder? I better get back to it. Is Ken all right? What is he doing? He's put his mind to figuring out the train. What about you? Same thing, sort of. Found some instructions, but I can't read them. Oh. Well, I'm sure someone can help you. Okay. Gut, wir nehmen mal... Gehen da mal hoch, gehen ins Führerhäuschen und holen mal den Notizblock. Damit Clementine was zu tun hat und... Können wir nicht aufmachen, okay. Damit Clementine was zu tun hat und damit wir herausfinden, wie wir den Motor starten können. Genau. Hier, das können wir mitnehmen. Shit, this is it. Instructions on starting the engine. Damn, pages are gone. I can kinda see the indentations from the writing. Ja, okay. Können wir das mitnehmen? Nein. Können wir nicht hier mitnehmen. Gut, dann mit Kenny. Hey Ken, what's up? Ah, wir sollten Lily nicht zurücklassen. Willst du über Duck reden? Wir brauchen etwas für den Zug. We need some help getting this train going. People take notes, right, when working on stuff like this? We're smart guys, we can figure it out. Natürlich. Willst du über Duck reden? You want to talk about Duck? I'm really sorry, Kenny. Nobody deserves this. There's nothing to talk about. You heard Cat. He could be fine. We probably shouldn't ignore it. Nobody's ignoring nothing. I'm not worried. You shouldn't be either. I don't know about leaving Lily back there. Abandoning someone on the side of the road is the same as murder. Don't worry about it. We just would have had to deal with her eventually. Wir brauchen etwas für den Zug. God, we need some help getting this train going. Ach, haben wir schon gefragt, verdammt. When working on stuff like this? Okay, gut. We're smart guys. We can figure it out. Gut, die Sache ist die, dass... I'll get back to it.
Me too. Wir Clementines Rucksack im RRRV finden. Maschinenraum. Hier waren die Werkzeuge drin. Vielleicht finden wir was, Stabileres. Wie das hier. Ein Universalschlüssel. Klingt doch ganz gut. Donnern wir ein paar Mal drauf und dann geht das Ganze schon. Gut, davor gehen wir aber zum RV und holen mal ganz gediegen den Rucksack von Clementine. Da ist er doch. Hä? Lol. Okay. Wir gehen trotzdem mal dahin. Wohnmobiltür. Aufmachen. Wir gucken uns das mal an. Okay, eine Wohnmobiltür. Sonst... Hier liegt doch was, oder? Nein? Okay. Nein, ich wollte nicht raus. Ich wollte nicht raus. Dammit. Rein damit hier. Ich wollte eigentlich... Boah. Was ist das? Bleistift! Sehr gut. Und sonst nichts? Was trinken? Nein, okay. Ja, wir haben den Bleistift. Sehr gut. Dann können wir ja theoretisch mal gucken, ob wir das lösen können. Hoch mit dir und runter mit dir. Boah, ich hoffe nur nicht, dass der da zurückkommt, der da gewohnt hat. Wer will denn schon so wohnen? Aber... It's stuck. We need a bunch of force to break away all this rust and whatnot before I can pry anything free. Boah, hat das irgendwas mit den Wellblechen zu tun? Mit den Blechen meine ich. Gut, wir gehen mal dahin. Gehen mal darüber und gehen wieder zum Führerhäuschen und machen da mal diese Notiz fresh. Perfect. You can read it now? Yeah, should be able to just follow the steps to get the engine on. Sounds good. Klingt gut, okay. Nummer 6. Runter, runter, hoch, 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 runter, hoch. Lol. Runter, runter, hoch, hoch, hoch. Okay. Sollte machbar sein. Nein, nicht raus. Nein. Damn it. Wieder rein. So, jetzt nochmal. Die Nummer 6. Wo ist sie denn? Hier ist sie. Gut. Also. Ah, jetzt habe ich sie wieder vergessen. Verdammt. Runter, runter. Ist es unten? Ja. Hoch. Hoch. Nein, nicht runter. Hoch, meine ich. Hier, hoch. Hoch. Boah, ist es richtig, oder? Hoffe ich mal. Runter, runter, hoch, hoch. Das muss hoch. Das muss runter, das muss hoch. Yeah. Yeah. Läuft. Okay. Dann kommt Nummer 5. Nummer 5. So. Läuft. Läuft. War das schon alles? Das war schon alles. Geil. Geiler Scheiß. Reden wir mal mit Kenny. What's up? Gibt's nichts Neues? Alles klar. Dann könnten wir theoretisch schon den Motor starten. Hier. Oder. Engine ready. Ach, ein Schalter.
So und so. Okay. Warte. So. Und. Rüber. Jo. Läuft. Geiler Scheiß. Holy shit. We're golden. Was ist mit Duck? Ja, sind wir. Yeah, we are. Golden. Man, feels good. Let's fucking enjoy this. Mom, let's see if she'll move. Das ist möglich, dass wenn wir jetzt mal Vollgas geben, dass sich das Ding ein bisschen lockert da hinten. It's all yours. Mal, endlich mal ein Glücksgefühl seit langem. Damn it. Ja! We're still attached. Can you go find out where we're stuck? Get us unstuck? Yeah. Läuft, Jungs, läuft. Es läuft. So. Gut. Ich hoffe, das geht mit dem Universalwerkzeug. Gut, dann runter. Wie immer. Und wir gucken uns das Ganze mal näher an und hoffen, es funktioniert. Hey Kenny, we're loose. Leute, es läuft. Es läuft. Was? You touch any of my stuff? Ach du Scheiße. Ich nahm die Karte mit den Zugstrecken. It's no worse for wear. Name's Chuck. Charles, if you fancy. Lee. That your crew outside? Yeah. And the guy up in the cab. Him too. I saw you walking through here and thought about scaring the pants off you. What? But I couldn't force myself to do it. You're still kind of freaking me out. Train folk will do that. Already met everyone outside. They all warm to me right quick in direct sunlight. Boah, ich hoffe mal, es ist ein guter, ne? You met Chuck. Yeah, I did. It's so nice to meet someone normal for a change. He gave us candy. Ben too. Willkommen. Welcome. Thank you. You met Kenny? Sure did. Man shares my love of the road. That's for certain. I'm awful sorry your son's not feeling good. I appreciate your concern. Well, with a little TLC, I'm sure he'll be fit as a fiddle in no time. And I can offer y'all whatever I got, although it ain't much. Thank you. Der Zug, eine wirklich gute Idee. Wir können noch weiter. We can keep going if you want. Damn right I won't. That's what we're doing. I think Lee just wants to talk it through. It's talked through. Get on, Kat. I'll be up front. I don't want to hear any nonsense until we get where we're going. Hm. Er ist ein bisschen angepisst. Will ich aber auch sein. Kann ich verstehen. Okay. Die Reise beginnt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. We'd like to do the same. Why don't we hold off on the... Stay with us. We'd like the company.
Yeah, läuft auf jeden Fall. Okay, wir reden mal mit Clementine. Hey, sweet pea. That candy Chuck gave you. It taste okay? It was really good. No funny aftertaste? No. Train's cool, huh? I guess. Scary, kind of. Ja, weil es so groß ist wahrscheinlich. Okay, hey, Chuck. Howdy. Hallo. Wo kommst du her? Where you from? You live around here? Georgia boy. You saw where I live. Warum bist du alleine? Why are you alone? Why not? Seem to be doing all right. Fine then. I'm sorry. I do like being around y'all actually. It's nice. You caught us on a bad day. You still got a couple of kids. This one's got a good spirit. That's some kind of something. I'll talk to you later. Hope so. Das hoffe ich auch. Okay, Katja? I better get back to it. Gut, gibt's nichts Neues. Ben? How you doing, Ben? I'm watching the girls and not working on a mega cool train. What do you think? Ja, du wolltest ja nicht mitarbeiten, ey. Was hat denn er für Probleme, Alter? So that's it? We're cut loose? Seems that way, yeah. Great. We don't got much left, so just gather whatever you have. Let's go. Wanna ride? Well, it sounds like you're taking my home. That's a yes, then. Haven't found anything better for keeping the creepy crawlies out than that boxcar. Duck's sick. Get on the train, Clementine. He's getting sicker. Let me look at him.